SPD-Politiker. Die Kommission hat noch nicht getagt. Also das, was Sie fordern, gibt es schon. Und das, was die CDU, wenn ich das sagen darf, Norbert, das, was ihr in eurem neuen Konzept habt, es ist ja vage genug, dass es auch von den Piraten kommen könnte, das gibt es eben auch schon im Bundesgesetzblatt, das, was ich gerade gesagt habe, diese Kommission. Entscheidend sind dort die kleinen Unterschiede. Diese Kommission, die tagt ja aus einem ganz bestimmten Grund nicht, weil sie kann nur branchenbezogen arbeiten. Wir haben doch vorhin festgestellt, dass es Branchen gibt, die weit unterhalb von 8,50 Euro liegen. Das ist doch der eigentliche Grund. Und warum wir brauchen eine Reißleine. Wenn Sie mich ausreden lassen würden, ich habe Sie auch ausreden lassen, wäre nett von Ihnen. Wenn wir keine Reißleine nach unten haben, dann passiert das, was im Moment überall festgestellt wird, nämlich dass die Spirale sich immer weiter nach unten dreht und dass der Druck auch auf diejenigen wächst, die noch in den Bereichen darüber verdienen. Das ist doch das, was wir erleben, kombiniert mit den Auswüchsen bei der Leih- und Zeitarbeit, den Werkverträgen und den Zeitverträgen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eine Untergrenze setzen. Wir brauchen sie, und zwar gesetzlich und flächendeckend, festgesetzt durch eine solche Kommission. Und das, was Sie eingangs gesagt haben, ich war ja gespannt darauf, ob Sie hier den neuen mitfühlenden Liberalismus präsentieren. Sie haben die Worte nicht mehr gebraucht, aber Sie haben genauso den Einstieg gewählt, wie Sie ihn früher immer gewählt haben, solange wir Sie im Landtag kannten, nämlich sozial ist, was Arbeit schafft. Absolut. Und ich sage klipp und klar, sozial ist, was gute Arbeit schafft. Das ist der entscheidende Unterschied. Aber Frau Kraft, es gibt eine aktuelle Studie von 6 Forschungsinstituten, die sagt, dass durch den Mindestlohn in manchen Branchen tatsächlich Vollzeitjobs durch Minijobs ersetzt werden. Zum Beispiel im Elektrohandwerk und in der Abfallwirtschaft. Das kann ja nun in Ihrem Sinne auch wieder nicht sein, oder? Nein, deshalb sind wir ja gleichzeitig unterwegs auch gegen die Minijobs. Auch da muss man natürlich darauf achten. Wir haben einen Vorschlag in den Bundesrat eingebracht, dass die Stundenzahl bei den Minijobs begrenzt wird. Wir stellen nämlich fest, dass dort für 400 Euro Leute 100 Stunden à 4 Euro arbeiten. Auch das darf es in Zukunft nicht mehr geben. Und die Auswüchse bei der Leih- und Zeitarbeit, auch dort gilt es, klare Kante zu zeigen. Denn eine solche Gesellschaft, die sich immer weiter dahin entwickelt, dass diejenigen, die schlecht verdienen, immer schlechter verdienen und diejenigen, die sehr gut verdienen, immer besser verdienen. Wir haben ja gerade wieder auch die Gehälter der großen Unternehmenschefs und auch die Renten haben wir ja noch mal uns wieder ansehen können. Eine solche Gesellschaft, die hält das irgendwann nicht mehr aus. Und deshalb ist es gut und richtig, dass Politik hier regulierend eingreift über einen Mindestlohn und durch eine Veränderung der Mechanismen bei Minijobs und bei Leih- und Zeitarbeit. Das ist richtig, aber dann, die Frage ist doch das Maß. Die Frage ist doch, woher weiß denn die Politik über alle Regionen mit ganz unterschiedlicher Arbeitslosigkeit? Nein, die Kommission, hinter der können Sie sich nicht verstecken. Der sagen Sie ja, es muss mindestens, Sie sagen, der mindestens 8,50 Euro. Das sagen Sie ja der Kommission. Ja. Also wissen Sie, die Politik weiß in der Region, wo hohe Arbeitslosigkeit ist, wo gar keine Arbeitslosigkeit ist, über ganz unterschiedliche Branchen hinweg, sagen Sie, das ist das Minimum. Und wenn Sie es so Sie machen, kein Minimum, keine absolute Untergrenze, wo Sie sagen, da kann man nicht drunter gehen. Wir haben ganz unterschiedliche Regionen in Deutschland. Wir haben Regionen in Nordrhein-Westfalen allein mit absoluter Vollbeschäftigung. Und wir haben Regionen, wo Sie mit einem Lohn von 8,50 Euro Beschäftigung zerstören würden. Aber ein solcher Lohn wird subventioniert von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, weil die Aufstocker werden. Drei Monate, wie Sie gerade in Herrn Weise zitiert. Darum hat Ihr Vorschlag... Glauben Sie Herrn Weise nicht? Ihr Vorschlag kein Maß, weil Sie mit dem Rasenmäher alles gleich machen und dadurch, Sie machen mit dem Rasenmäher alles gleich, ob Vollbeschäftigung herrscht oder schwierige Verhältnisse herrschen. Und darum sagen wir, und ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, wir sagen, Lohnfindung ist grundsätzlich Sache der Tarifvertragsparteien. Dafür sind Sie da, das ist verfassungsrechtlich geschützt. Aber in den Bereichen, wo die Gewerkschaften auch nicht mehr so stark sind, um einen anständigen Lohn durchzusetzen, nur in den Bereichen, wo Gewerkschaften, Arbeitgeber nicht zum Tariflohn kommen, da muss dann subsidiär nachrangig der Staat eingreifen. Ich glaube, dass das im Sinne der sozialen Marktwirtschaft ein vernünftiger Kompromiss ist, der nicht bevormundend ist gegenüber allen, aber da hilft, wo Gewerkschaft nicht mehr stark genug ist. Also ist Frau Schwabe-Dissen würde ich gerne mit vernünftig in die Runde einbeziehen. Würde Gewerkschaften nicht bevormunden. Frau Schwabe-Dissen legt noch was drauf. Die Linke fordert 10 Euro Mindestlohn. Das ist es nämlich dann. Zimmermädchen bekommt im Moment 6,76 Euro. Nehmen wir mal an, es gäbe wirklich einen gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro. Befürchten Sie nicht auch, dass der Chef dann sagt, klar, ich stelle weniger Leute ein und dann muss das Zimmermädchen einfach mehr Zimmer putzen? Na, die Arbeit muss ja gemacht werden. Wir haben eine unglaubliche Arbeitsverdichtung erlebt in den letzten Jahren. Das heißt, da kann man gar nicht noch sagen, das Zimmermädchen
putzt jetzt noch 8 Zimmer mehr. Das ist absurd. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass das nicht so ist, dass das nicht bezahlbar wäre. Wir haben in fast allen europäischen Ländern Mindestlöhne. Und zwar gesetzliche Mindestlöhne. Das stimmt nicht. Die strukturelle Arbeitslosigkeit ist in der Bundesrepublik Deutschland so hoch wie in kaum einem anderen europäischen Land, also zumindest in denen, die man vergleichen kann. Das ist einfach absurd. Und wenn Sie sagen, dass man kein Maß hat, Herr Röttgen, dann kann ich nur sagen, Sie haben kein Maß. Ja. Sie sind die Partei, die sich hinstellt und sagt, Leistung muss sich wieder lohnen. Genau. Für diese Menschen lohnt sich die Leistung nicht. Die müssen anständig für ihre Leistung entlohnt werden. Und da sind 10 Euro die Untergrenze. Sie können das mal hochrechnen, was das brutto heißt, was da netto noch übrig bleibt, wenn jemand eine 40-Stunden-Woche hatte. Und da muss man umverteilen, da muss man tatsächlich mal sagen, die Unternehmensgewinne, die steigen immens und gleichzeitig sind die Menschen, die dafür arbeiten und diese Leistung erbringen, die werden schlecht bezahlt. Das fordern nicht mal die Gewerkschaften, Frau Schwabe-Dissen. Das ist jetzt nicht unser Maßstab. Also wir arbeiten mit den Gewerkschaften zusammen. Die fordern 8,50 Euro gemeinsam mit der SPD oder die gleiche Höhe. Die 1,50 Euro machen den Braten erstens nicht fett und zweitens, Frau Kraft hat das ja gerade schon gesagt, dann muss man halt dafür sorgen, dass tatsächlich Arbeit wieder reguliert wird. Also dieser ganze Bereich Leiharbeit, Minijobs, das ist doch eingeführt worden nach 2000. Das hat es vorher überhaupt in der Art und Weise nicht gegeben. Und wenn Sie wollen, dass Menschen tatsächlich eine Wertschätzung für ihre Arbeit erhalten und nicht für 3 Euro oder 4,50 Euro arbeiten, dann müssen Sie anfangen, Mindestlöhne zu bezahlen. Ich finde das auch gar nicht so absurd. Da kommt auch nicht der Sozialismus, sondern das ist eine Forderung, die den meisten Menschen ermöglicht, dass sie keine staatlichen Transferleistungen mehr beziehen müssen. Und das ist doch unglaublich, dass jemand in der vollen Stelle arbeitet und anschließend noch zur AGE laufen muss, um staatliche Transferleistungen zu beantragen. Darum wollen wir auch vielleicht noch einmal kurz Menschen in diesem Land. Noch mal einmal kurz, Herr Röttgen, und dann würde ich auch gerne Herrn Paul noch zu dem Thema hören. Also ich glaube, dass wir brauchen uns hier wechselseitig nicht die Wertschätzung abzustreiten für Menschen, für Arbeit, auch wenn wir unterschiedliche Vorschläge haben. Ich wollte nur einen Hinweis geben auf die Situation, wie sie in Deutschland inzwischen ist. 2005 bei Rot-Grün hatten wir noch 5 Millionen Arbeitslose. Wir haben jetzt unter 3 Millionen Arbeitslose. Wir haben in unserem Nachbarland Frankreich die Situation, dass jeder vierte Jugendliche arbeitslos ist. Jeder vierte. Aber doch nicht in wegen Spanien, Mindestlöhnen. In Spanien fast Punkt. Jeder zweite. Wir haben keine Und es ist Ausbildung. Völlig unbestritten, dass das, was Sie sozusagen mit sozialpolitischem Pathos vortragen, auch wenn man es falsch macht ökonomisch, zu Berufseintrittsschwellen führen, die Arbeitslosigkeit am Ende produzieren. Darum muss man etwas tun, aber man muss es zielgenau machen. Wer es mit dieser Methode macht, der steigert Arbeitslosigkeit, gerade der Schwächeren, gerade der Jüngeren. Das sind die bitteren Ergebnisse in unseren europäischen Nachbarländern. Ich nehme jetzt aus der Runde mit, dass Sie alle wollen, dass Menschen, die voll arbeiten, von dieser Arbeit auch leben können. Ja. Aber ich kenne Ihre Antwort noch nicht, Herr Paul, auf die Frage nach dem Mindestlohn. Ja, wir kritisieren das Prinzip des Mindestlohns als Piratenpartei. Für uns ist es eine Brückentechnologie hin auf dem Weg zum BGE, zum bedingungslosen Grundeinkommen. Nochmal. Wir haben weltweit gesteigerte Produktivität. Es wird werden immer mehr kaufbare Güter mit immer weniger menschlicher Arbeitskraft produziert. Gleichzeitig wird aber die Kaufkraft derjenigen, die die Güter ja kaufen sollen, geschwächt. Das kann an der Stelle nicht sein. Wir müssen einfach mal daran denken, dass nicht nur irgendwelche Banken, sondern auch die Menschensysteme relevant sind. Und an der Stelle übergehen, Mindestlohn ist eine Brückentechnologie zu einem System, wo den Menschen die Kaufkraft zur Verfügung gestellt wird, damit die Wirtschaft am Laufen bleibt. Im Übrigen haben wir aktuell, ungewöhnlich für April, eine Steigerung um 0,1% der Arbeitslosigkeit in Deutschland von 8,2, in NRW von 8,2 auf 8,3%. Ist ungewöhnlich für den April. Nur hier. Schlecker. Wenn Sie von der allgemeinen Grundsicherung sprechen, dann meinen Sie einen festen Geldbetrag, den jeder bekommt, ohne nachweisen zu müssen, ob er bedürftig ist. Im Grundsatzprogramm steht Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Es kann nicht sein, dass in einem Land wie Deutschland Leute um ihre nackte Existenz kämpfen müssen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist etwas, das wird bei uns, das ist nochmal falsch interpretiert worden, wird bei uns aktuell mal durchgerechnet. Es gibt Rechenverfahren, die daraus ein Nullsummenspiel machen, dass es den Staat keinen einzigen Euro mehr kostet. Das, was da rauskommt als Summe, liegt knapp unter dem aktuellen Hartz-IV-Satz. Das kann es also nicht sein, man wird noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Aber wir wollen zumindest, dass auf Bundesebene diese Prinzipien mal untersucht werden. Und wir haben jetzt als Piratenpartei schon geschafft, dass das zumindest in der Diskussion ist. Wenn 2 Wochen nach dem Beschluss im Feuilleton der Zeit ein Psychologe darüber philosophiert, ob der Mensch von Grund auf faul ist, ist das zunächst mal ein Gewinn von uns. Und er kommt zu dem Schluss, der Mensch ist nicht von Grund auf faul. Dann ist natürlich die Frage, bedingungsloses Grundeinkommen,
die Kausalität. Was sagen 80% der, 80% der Bevölkerung? Sagen, ja klar, dann würde ich trotzdem weiter arbeiten gehen, nehmen aber von 80% der Nachbarn an, dass sie es nicht tun würden. Da stimmt irgendwas nicht. Wir müssen einfach mal grundsätzlich darüber nachdenken. Darf ich da vielleicht kurz was zu sagen, weil es ist mir schon wichtig. Entgegen dem, was Sie annehmen, haben wir uns in unserer Partei sehr intensiv mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auseinandergesetzt. Und wir haben uns dagegen gewandt. Und zwar aus einem Grund heraus, den ich nachvollziehbar finde. Das Nullsummenspiel, von dem Sie sprechen, das tritt ja nur dann ein, wenn viele Menschen nicht mehr arbeiten. Das heißt, der Staat Kosten spart. Im Prinzip bräuchten Sie für viele Bereiche überhaupt keine Verwaltung mehr. Sie brauchen ja nur noch eine Summe auszuzahlen an jeden. Und das wiederum führt zu der Annahme, dass viel weniger Leute Arbeit hätten am Ende des Tages. Und da stelle ich mir die Frage, weil ich weiß aus vielen Begegnungen, wie wichtig es für die Würde des Menschen ist, dass er Arbeit hat, dass er einen geregelten Tagesablauf hat, dass er dort auch soziale Kontakte hat. Ich halte dieses Konzept für kein Konzept, was mit der Würde des Menschen vereinbar ist. Da haben wir vielleicht ein unterschiedliches Menschenbild. Nein, da kann ich Ihnen direkt entgegnen. Jemand, der ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommt. Wir haben in Deutschland eine hohe, eine wertschätzende Ehrenamtskultur, die an der gesellschaftlichen Wertschöpfung einen großen Anteil hat. Da sind wir fast weltführend, muss man sagen. Es gibt Leute, die gehen arbeiten, jetzt schon unentgeltlich. Also die haben trotzdem ihre Ehre und bestimmen ihre Tätigkeit selbst an der Stelle. Also da stimme ich Ihnen überhaupt nicht. Aber es wird nicht mehr für alle Arbeit geben. Warum soll jemand, der gut verdient, zusätzlich vom Staat eine Leistung bekommen, Geld, was er gar nicht braucht? Wir reden auf der einen Seite davon, wie wir hohe Vermögen besteuern, damit wir als Staat handlungsfähig bleiben. Und hier kommt ein Konzept, was ja auch bedeuten würde, dass ganz viele Sozialleistungen mit eingerechnet würden. Wir haben uns auch intensiv damit beschäftigt, lange intensive Diskussionen innerhalb der Grünen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das eher ein neoliberales als ein sozialstaatliches Konzept ist. Und deswegen haben wir uns also liberal, dagegen gestanden. Ich bedanke mich für die engagierte Debatte zum Thema Arbeit und Einkommen bei allen. Darf es auch gerne nochmal Applaus für alle geben. Das Thema, das für unsere Zuschauer hier in Mönchengladbach, aber auch für Sie zu Hause zu den wichtigsten im Moment in der politischen Auseinandersetzung gehört, der Themenbereich Bildung und Kinder. Und manchmal wundert man sich ja, wie emotional politische Debatten plötzlich wieder werden können. Das Stichwort Betreuungsgeld hat so etwas ausgelöst. Eigentlich kein landespolitisches Thema, aber in der Diskussion über den Wahlkampf taucht es immer wieder auf. Und deswegen haben wir auch die Meinung unserer Zuschauer dazu abgefragt. Sind Sie für oder gegen das geplante Betreuungsgeld? Dafür sprechen sich 21% unserer Zuschauer hier in Mönchengladbach aus, dagegen 76%. Frau Kraft, Herr Röttgen, wir haben schon am Montag über dieses Thema diskutiert, deswegen würde ich gern zunächst die anderen Stimmen hören. Frau Löhrmann, Sie sind gegen das Betreuungsgeld. Warum ist es so verwerflich, dass Eltern ihre Kinder, wir reden über 1- bis 3-Jährige, nicht in die Kita schicken, sondern zu Hause betreuen wollen? Ja, es geht bei dieser Frage überhaupt nicht darum, dass wir zwanghaft der Meinung wären, dass Eltern ihre Kinder in eine Kita schicken müssten, sondern wir haben hier eine ganz klare Priorität als Grüne. Wir brauchen den Ausbau der Infrastruktur, wir brauchen den Ausbau von Kitas und wir müssen die Qualität steigern. Und dann haben alle Menschen das Recht, die Eltern zu sagen, ich möchte, dass mein Kind die Kita besucht, weil ich arbeiten möchte, weil ich es aus Gründen des Lernens gut finde, weil in den Kitas, in dem Kindergarten das Lernen gefördert wird. Und deswegen finde ich es absurd, jemanden, der eine Leistung, die vorgehalten wird, nicht in Anspruch nimmt, dafür Geld zu zahlen. Das ist eine Anti-Bildungsprämie, ist das im Grunde. Und deswegen sollte man dieses Geld wirklich viel besser in die Infrastruktur stecken. Wir haben ausgerechnet, die Zahlen variieren ja.